Sonja? Sonja? Konrad, sag's. Bernd. Conny. Ja, du weißt was mit Sonja? Ja, ja. Wie lange ist es her? Auch schon wieder über 10 Jahre. Gar keine Besserung. Können wir uns nicht mal sehen? Ich meine, wir waren doch Kumpel. Ja, ja. Ja? Wie einfach so vom Himmel. Hast du eine Karte? Ja. Ich komme gleich. 10 Minuten, ja? Ist sie in der St. Katharina Klinik? Ja, ja. Soll ich sie zurückbringen? Du. Ja. Moment bitte. Das wäre nett. Sind da nur ein paar Meter. Station B2, die Schwester bringt sie dann aufs Zimmer, ja? B2. Ich melde mich, ja? Keiner hat was gesehen. Kein Flugzeug, kein Fallschirm, gar nichts. Theoretisch kann er ja irgendwo von hier oben gesprungen sein. Dann müsste er aber ein ungewöhnlich guter Weitspringer gewesen sein. Das sind mindestens 20 Meter. Wisst ihr schon, wer er ist? Nein. Keine Papiere, nichts? Nur ein Zettel von der Reinigung. Wir arbeiten dran. Ihr solltet die Flugplätze abklappern. Kerstin ist schon unterwegs. Gut. Reuter, Schwester, ich wollte nur hören, ob meine Frau gebracht wurde. Gut. Danke. Wiederhören. Soll das heißen, irgendjemand hat ihn ins Heim gebracht? Nicht irgendjemand, Konrad Seitz. Ich habe ihn im Park getroffen, der hat sich angeboten. Du hast sie einfach so abgegeben. Einem Wildfremden, wie ein Wellensittich. Dann komm mal wieder runter, Thomas. Konny Seitz ist kein Wildfremder. Er war mein Schulfreund, Mutter hat für ihn gearbeitet. Wir haben seinen Namen. Arndt Jansen. Wohnt in Wiesbaden. Aha. Ein ganz unbeschriebenes Blatt. Lebt anscheinend allein. Lebte. Hätte keiner ans Telefon. Hallo. Okay, sag dem Staatsanwalt Bescheid. Lass gleich an. Aber lass uns einen kleinen Vorsprung, ja? Wir wissen jetzt, wer der Tote ist. Arndt Jansen, komm. Zu der Zeit waren nur 2 Linienmaschinen im Luftraum. Aber alles, was unter 10.000 Fuß fliegt, wird nicht registriert. Vermisst oder abgestürzt? Gar nichts. Hier sein Arbeitsvertrag. CAS. Cloud Aircraft Supply. Schon mal was gehört von der Firma? Nein. Ein Techniker mit Pilotenschein, der vom Himmel fällt. Schau mal. Antidepressiva. Ich glaube nicht an Selbstmord. Wieso nicht? Ja, das Zeug macht total phlegmatisch. Da geht ja nichts mehr unter die Haut. Darum wird es ja verschrieben bei Suizidgefahr. Na, vielleicht hat er die Pille mal vergessen. Soll schon mal vorgekommen sein. Das würde aber nichts machen. Antidepressiva haben eine Langzeitwirkung. Jetzt ist mein allwissender Vater auch noch Experte in Psychopharmaka. Thomas, ich weiß das, weil ich das Zeug selber geschluckt habe. Damals nach dem Unfall mit deiner Mutter. Okay. Ich kann es zwar nicht erklären, aber Sie haben recht. Ihre Frau zeigt Reflexe. Ja. Was bedeutet das denn jetzt? Heißt das, dass sie wieder zu sich kommt? Erwarten Sie nicht zu viel nach so langer Zeit. Aber wir können etwas probieren. Es gibt ein neues Medikament. Ja? Es ist allerdings noch in der Erprobung. Guten Tag, klar. Tag. Kripo Wiesbaden. Oh, angenehm. Ich hätte da mal ein paar Fragen an Sie bezüglich Herrn Jansen. Der war doch gestern hier, oder? Ja, der hatte ein paar Testflüge. Mit einer bestimmten Maschine, oder? Nein, mit mehreren. Und war da allein? Ja. Das heißt, der ist dann später ins Restaurant gegangen und da war jemand bei ihm, ein Mann. Ja, und können Sie diesen Mann beschreiben? Anfang Mitte 40, dunkle Haare. Ja, nichts Besonderes an ihm. Also, irgendwie ging es ziemlich lebhaft zu, zwischen Jansen und dem anderen. Also haben Sie sich gestritten? Ja, sowas in der Art. Und das alles haben Sie aus der Entfernung gesehen? Ja, weil Jansen ziemlich konfus war, als er zurückkam. Der wäre beinahe in die falsche Maschine gestiegen. Aha. Und diesen Mann aus dem Restaurant, den haben Sie dann nicht mehr gesehen? Nein. Jansen hatte ja den ganzen Tag hier zu tun. Und ich leider auch, tut mir leid. Danke für die Auskunft. Klar. Ich möchte gerne Herrn Rautenbach sprechen. Oh, das tut mir leid. Der Chef ist auf einem Termin. Gut, dann warte ich auf ihn. Das geht leider nicht, tut mir leid. Warum geht das nicht? Ich störe doch niemand, oder? Es kann aber sein, dass er heute gar nicht mehr ins Büro kommt. Sie können mir Ihre Karte da lassen. Naja, sagen Sie mir doch einfach Ihren Namen. Oleg Knyazov. Sagen Sie, Herr Rautenbach, haben Sie sich nicht gewundert, dass Jansen nicht zur Arbeit erschienen ist? Jansen hat absolut freie Hand bei uns. Kann schon mal vorkommen, dass er 1-2 Tage unterwegs ist.
Was macht denn die CAS so? Privatjets, Kleinflugzeuge an- und Verkauf. Und Jansen, welche Funktion hatte der? Er hat die Maschinen gecheckt, wenn nötig repariert. Verstehe. Das sind also alles Ihre Maschinen hier? Ja. Wissen Sie, mit welcher Maschine er gestern geflogen ist? Nein, keine Ahnung. Jedenfalls sind Sie alle heil heruntergekommen. Ja, ist mir auch klar, dass ich nicht alleine geflogen sein kann. Aber wissen Sie, was mich interessieren würde? Ist es möglich, dass man jemanden während des Fluges aus dem Cockpit wirft? Nein, nicht bei der Geschwindigkeit. Nicht wirklich. Guten Tag. Herr Reuter. Vielen Dank, dass Sie mir den Bericht geschickt haben. Ich habe ein paar Sachen nicht verstanden. Ja? Ja, Sie schreiben, Jansen habe in seinem Körper ein starkes Beruhigungsmittel gehabt. Könnte das auch ein Antidepressivum sein? Nein, das sind ganz andere Wirkstoffe. Naja, was meinen Sie, in welchem Zustand war Jansen, als er aus dem Flugzeug gestürzt wurde? In jedem Fall stark sediert. Ist er noch in der Lage gewesen, allein zu gehen? Ja. Auch allein in ein Flugzeug zu steigen? Ja, schon. Selbst fliegen? Bestimmt nicht. Das war eine Tragödie, der Absturz bei Taschkent, 18 junge Leute. Aber zwischen dem Unfall und dem Verkauf lagen ja immerhin 5 Monate. Und was die im Osten unter Wartung verstehen, also. Das Gutachten hat sich entlastet. Ja, sicher. Wir haben die Maschine natürlich auch vor dem Verkauf komplett überholt. Wir, das heißt? Jansen, hauptsächlich Jansen, auf den wir immer Verlass. Wir hatten noch nie Reklamationen. Die Werkstatt, das ist alles hier. Werft, ja. Früher hatten wir ein richtiges Lager. Heute nur noch das Nötigste. Was war denn nun die Ursache für den Absturz, Herr Rautenbach? Tja, in Usbekistan kaufen sie eine Fluglizenz wie einen Führerschein. Und wenn was passiert, klagt man halt auf Schadensersatz. Also einige der Angehörigen haben eine Sammelklage gegen die Fluggesellschaft angestrengt. Und die Fluggesellschaft versucht, ihre Firma mit reinzuziehen? Die Klage ist ja abgeschmettert worden. Aber das wissen Sie natürlich. Die Unterlagen würde ich gern sehen. Gern, ich lasse ihn gleich kopieren. Wissen Sie, nach so einem Unfall, so viele entlastende Gutachten und Freisprüche kann es gar nicht geben. Irgendwas bleibt immer an Ihrer Firma hängen. Und so etwas kann einen kleinen Betrieb schon in den Ruin treiben, oder? Glauben Sie mir, wir kochen hier mit ganz klarem Wasser. Warum mussten meine Kinder sterben, ne? Ich war nicht schuld an dem Absturz. Denn sonst, du und der andere. Du kommst mir auch nicht davon. Also ich bin nicht zuständig für die Technik. Das ist deine Firma. Oder hast du nicht gewusst, dass die Flugzeuge Schrott waren? Nein. Ehrenwort. Du sogar genau. Hansi, wollen Sie Geld? Hier, ich gebe Ihnen Geld. Ich scheiße auf dein Geld. Was legen wir schon? Ja! Ich habe mal in den Pressearchiven nachgesehen. Das deckt sich alles mit dem, was Rautenbach uns gesagt hat. Der Absturz wurde offensichtlich von einem Pilotenfehler verursacht. Daraufhin wurden die Ermittlungen gegen die CRS eingestellt. Trotzdem gibt es immer noch Menschen, die die CRS für den Absturz verantwortlich machen. Du meinst Angehörige? Ja, vor allem einen Vater, der seine beiden Töchter bei dem Absturz verloren hat. Oleg Niasow. Der Klage eingereicht gegen die CRS hier in Deutschland. Die Klage wurde abgeschmettert mit Hinweis auf das Gutachten. Und Arndt Jansen war verantwortlich für die Technik der Maschine? Ja. Okay. Sag mal, dieser Konrad Zeitz, das war doch mal ein Kumpel von dir, oder? Ja, warum? Wieso hat Mutter eigentlich in seiner Firma gearbeitet? Weil ihr Haus und Garten auf Dauer zu wenig war. Und was hat sie bei Zeitz gemacht? Keine Ahnung. Wie, ihr habt nie über ihre Arbeit gesprochen? Nö, war meine auch nicht. Und warum hat sie dann aufgehört, bei ihm zu arbeiten? Du hast gesagt, du hast ihn kürzlich wieder getroffen. Ja, ich habe ihn zufällig getroffen. Warum interessiert dich das denn? Du und Mutter, habt ihr damals überhaupt miteinander gesprochen? Wer ist das? Meine Mutter. Nein, der Mann. Konrad Zeitz. Wo hast du die her? Gefunden. Wo? Spielt doch keine Rolle. Ja, dein Vater darf diese Fotos auf gar keinen Fall sehen. Du musst sie wegschmeißen. Ja? Herr Brandstetter, das ging ja schnell. Ach. Vielen Dank. Sie sind ein fitter Junge. Tschüss. Rate mal, wo Niasow ist. In Deutschland? In Frankfurt. Bei Verwandten. Auf Besucher. Frau Fuckertober.
Guten Tag. Reuter, Kripo Wiesbaden. Kommissarin Klar, guten Tag. Guten Tag. Sind Sie die Cousine von Oleg Vyasov? Ja. Wissen Sie, wo er sich gerade aufhält? Hat hier gewohnt. War schon lange nicht mehr da. Wann haben Sie das letzte Mal gesehen? In 2 Wochen? Vielleicht. Frau Volkertoffer, Sie wissen, dass Sie uns helfen müssen. Sie machen sich strafbar, wenn Sie nicht die Wahrheit sagen. Ich weiß nicht, wo Oleg ist. Hatte kein Geld mehr und wollte Arbeit suchen. Hat er ein Handy? Nein. Ist das wegen des Unfalls? Ja, können Sie irgendwas dazu sagen? Hat alles verloren. Seine Arbeit, Haus, Marie, seine Frau, hat ihn verlassen, hat alles verloren. Und er glaubt, dass die Firma dran schuld ist, die das Flugzeug verkauft hat. Er will das beweisen. Das ist alles, was er noch will. Also gut, falls er doch noch hier irgendwie auftaucht, dann sagen Sie mir doch bitte, dass er sich bei uns melden soll, ja? Vielen Dank. Dankeschön. Entschuldigung, ich hätte da doch noch mal eine Frage an Sie. Hat Ihr Cousin einen Flugschein? Weiß ich nicht. Früher beim Militär hatte Transportmaschinen geflogen. Ah ja, danke. Ich freue mich, dass wir wieder Kontakt haben. Weißt du eigentlich, warum wir uns so lange nicht gesehen haben? Konkurrenz unter Jungen. Jeder von uns wollte wahrscheinlich besser sein als der andere. Das ist doch bescheuert. Ja, wir waren jung und bescheuert. Eine Firma mit dem Namen CAS. Sagt dir das was? Ja, ich habe gestern mit Rautenbach telefoniert. Ich weiß, dass ihr ermittelt. Der Laden hat mal mir gehört. Ich habe ihn an Rautenbach verkauft. Ich habe mich gefragt, warum Sonja damals aufgehört hat, für dich zu arbeiten. Ich habe die Firma abgeschlossen. Nur dort ist auch noch andere. An deiner Tür hingen mal mindestens 10 Messingschilder. So viel auch wieder nicht. Leg dich nicht mit dem Gesetz an, wenn es um nichts geht. Hast du mir beigebracht. Bernd, das ist Florian, mein Sohn. Guten Abend. Guten Abend, Herr Oberstaatsanwalt. Mein Vater hat mir viel von Ihnen erzählt. Ich will auch gar nicht lange stören, aber McPherson hat angerufen. Ja. Der Donnerschmidt. Ja, ich rufe ihn gleich zurück. Wie denn ohne Handy? Ich leiste mir den Luxus, kein Handy zu besitzen. Mein Sohn versteht das nicht. Aber ich lasse nicht locker. Oh, ich will Sie nicht länger aufhalten. Viel Spaß noch. Danke. Na, der Junge, arbeitet ihr zusammen? Ja. Er ist anscheinend der Einzige, der mit mir klarkommt. Warum hast du die CHS eigentlich damals verkauft? Mir macht es Spaß, etwas aufzubauen bis zur Perfektion. Und wenn es Routine wird, dann kommt es weg. Ja, ja. Was grinst du? Mit Frau machst du es doch genauso, oder? Bis auf Florians Mutter. Von der habe ich es gelernt. Sie ist mit einem Kunden auf und davon, 10 Jahre jünger und 10 Millionen schwerer als ich. Oh, es gibt immer einen, der besser ist. Thomas? Heute Nacht schnappen wir Niasov. Ich denke, der ist abgetaucht. Wir haben sein Handy geortet. Handyortung? Ja, klar. Na dann, viel Glück. Herr Niasov, Sie haben Arndt Jansen auf dem Flughafen getroffen, kurz bevor er starb. Was wollten Sie von ihm? Herr Niasov, Sie schaden sich doch nur selbst, wenn Sie nicht mit uns reden. Also, Sie sind extra nach Deutschland gekommen, um Jansen zu treffen. Warum? Herr Niasov, Sie haben ein Motiv. Hass und Rachsucht. Und Sie waren mit dem Opfer am Tatort. Na gut, Sie müssen reden. Aber das reicht auch so für einen Schuldspruch. Sie können mir nicht drohen. Wovor soll ich Angst haben? Wer von den beiden ist Anna und wer ist Eleni? Das ist Anna. War ein richtiges Papakind. Hat heimlich auf mich gewartet, wenn ich spät nach Hause kam. Wir waren auf dem Weg ins Ferienlager. Ihre erste Reise. Hat mich so darauf gefreut. Es tut weh. Man kann an nichts anderes denken, man kann nichts anderes fühlen. Und irgendwann wird aus Trauer und Schmerz Wut. Und man begreift nicht, warum so ein Unglück ohne Konsequenzen bleibt. Unglück? Nein, nein. Das war ein Verbrechen. Dann fängt man an Rache zu denken. Gerechtigkeit hätte genügt. Ich habe auch einmal einen Menschen verloren, Herr Niasov. Und ich bin fast verrückt geworden danach. Rache hätte es leichter gemacht, Strafe vielleicht. Aber es ging nicht. Warum nicht? Ich war selber schuld daran.
Hugos Barts. Wie bitte? Bogus Barts. Wissen Sie, was das ist? Nein. Originalersatzteile für Flugzeuge sind sehr teuer. Deswegen werden oft Fälschungen, billige Imitate eingebaut. Die nennt man Bogus Barts. Sie meinen, in dem Flugzeug, das die CRS verkauft hat, waren minderwertige Ersatzteile eingebaut? Ja, die waren schuld an dem Absturz. Davon steht in den Prozessakten kein Wort. Natürlich nicht, weil die Gutachter bestochen waren. Woher wollen Sie das wissen? Warum fragen Sie nicht Herrn Rautenbach? Herr Rautenbach, Bogus Parts. Sagt Ihnen das was? Aber die Konkurrenz hat welche verwendet. Verstehe, Billiganbieter aus dem Osten. Okay, danke, das war schon. Natürlich kennt er Bogus Parts, aber er hat nie welche verwendet. Er sagt, es ist kriminell. Nehmen Sie ihm doch mal die Dinger ab. Kommen Sie hier, so. Guten Abend, Herr Rautenbach. Was machen Sie denn hier? Herr Staatsanwalt, das ist eine Überraschung. Ja, ich habe nachgedacht, als Sie mich angerufen haben. Und da ist mir wieder dieses Lager hier eingefahren. Aber mit Bogus Parts, Herr Rautenbach, haben Sie nichts zu tun, oder? Haben Sie nicht gesagt, das ist kriminell? Hier. Damit wurden aus billigen, minderwertigen Imitaten Originalteile gemacht. Was? Das habe ich noch nie gesehen. Und wie haben Sie das hier gefunden? Er hatte Schuldgefühle nach dem Absturz. Sie wollten Beweise von Janssen für einen neuen Prozess. Haben Sie die Beweise bekommen? Er hatte Angst. Vor wem? Aber er hatte Beweise. Welche Beweise waren das? Betriebsinterne Unterlagen, dass die CRS Bogus Parts eingebaut hat, die zum Absturz geführt haben. Das ist eine Lüge. Herr Rautenbach, bitte. Entschuldigung, was wird denn hier eigentlich gespielt? Herr Rautenbach, bitte. Der Typ hat doch wahrscheinlich Janssen umgebracht. Und die tun einfach so, als ob ich in irgendeiner Form und meine Firma in diese Sache verwickelt ist. Das ist Quatsch. Hände hoch! Hände hoch, habe ich gesagt! Keine Bewegung! Hände hoch, habe ich gesagt! Autoschlüssel! Autoschlüssel her! Ja. Keine bewegt sich. Kommst mit! Scheiße! Gute Arbeit, Herr Kommissar. Der Mörder hat jetzt eine Waffe und fährt mit Ihrem Dienstwagen auf und davon. Ich fasse es nicht. Der Typ ist doch irre. Erst Janssen, jetzt bin ich dran. Ich verlange Polizeischutz. Hören Sie mir gut zu. Ich verlange von Ihnen Polizeischutz. Ich habe verstanden, Mann! Herr Rautenbach, hat Ihre Firma Bogus Parts eingebaut? Davon weiß ich nichts. Janssen war der Techniker. Und Sie als Geschäftsführer haben natürlich nichts mitbekommen. Nein, habe ich nicht. Niasow wird Kontakt aufnehmen zu seiner Cousine und zu Rautenbach. Also Observierung und Fangschalt? Ja. Ja, ja. Frauen sind verschieden. Und du ganz besonders. Der da. Conny, ja. Was ist mit ihm? Das ist doch auch egal. Du sprichst, Sonja. Du sprichst. Hallo. Hallo. Mein Cousin hat gesagt, er soll das Ihnen abgeben. Danke. Und Ihr Auto steht beim Einkaufszentrum, auf dem Parkplatz. Und der Schlüssel liegt unter der Fußmatte. Und? Die Geschäfte gut gelaufen in den Staaten? Ich hoffe. Das weiß man immer erst hinterher. Wie geht's deiner Frau? Ja, einiges besser. Warum ist das damals eigentlich zu Ende gegangen zwischen Sonja und dir? Seit wann weißt du es? Noch nicht lange. Bernd, es tut mir wirklich leid. Keiner hat's gewollt. Ja, warum lachst du? Das höre ich mindestens dreimal in der Woche vor Gericht. Herr Vorsitzender, ich habe das nicht gewollt. Weißt du, Sonja und ich, wir haben uns damals jeden Tag gesehen. Wahrscheinlich haben wir mehr Zeit miteinander verbracht als ihr. Und das ist einfach so passiert. Ich würde es wirklich bedauern, wenn das unsere Freundschaft belasten würde. Konrad, ich werde dich vorladen. Bring deinen Anwalt mit, wenn du willst. Weswegen? Die Vorgänge um die CRS, der Verkauf minderwertiger Ersatzteile, Bogus Parts, der Absturz bei Taschkent. Aber dafür seid ihr gar nicht zuständig.
Es geht um eine Zeugenaussage, nicht um eine Anklage. Ich verstehe. Mach einen Termin mit meiner Sekretärin. Morgen. Morgen. Ach, Chef, da hat wieder dieser Mann für Sie angerufen. Irgendwas mit N. Niasov. Ja. Und hat er diesmal eine Nummer hinterlassen? Gar nichts, tut mir leid. Na, klappt die Handyortung? Ja, Rautenbach sitzt in seinem Büro. Außerdem ist Kerstin an ihm dran. Glaubst du, dass Niasov ihn umbringen will? Warum ist er abgehauen, dieser Idiot? Was verspricht er sich davon? Naja, immerhin steht er unter Mordverdacht. Niasov ist ein ganz armes Schwein. Der ist kein Mörder. Kerstin, ist Rautenbach noch in seinem Büro? Ja, sicher. Aber sein Auto steht doch noch hier. Ja. Guten Tag. Ist der Rautenbach da? Nein, der war noch gar nicht hier. Lügen Sie mich nicht an! Mal, Sie können da doch nicht einfach rein! Wo ist er? Ich weiß es nicht! Hat er sein Handy dabei? Keine Ahnung. Nee, da liegt's. Scheint er wohl vergessen zu haben. Wo ist Rautenbach? Wer soll ich das denn wissen? Rautenbach hier. Ja, Reuter? Kommen Sie bitte schnell, es ist was passiert. Die alte Fabrik. Aus kurzer Entfernung. Ja, ich habe vorhin auf ihn gewartet, aber der kam nicht. Habe ich ihn nie gefunden. Geben Sie mir bitte Ihre Jacke. Warum? Geben Sie mir bitte Ihre Jacke. Vielleicht findet das Labor Schmauch oder Pulverspuren. Sieht doch noch nicht, dass ich was mit dem Mord zu tun habe. Das ist doch lächerlich. Als Sie hierher gekommen sind, ist Ihnen da was aufgefallen oder haben Sie jemanden gesehen? Nein. Dieser arme Kerl hatte bereits alles verloren. Seine Familie, seine Existenz. Soll ich warten? Nein. Was wirfst du mir vor, Bernd? Die Vorgänge rund um die CAS? Die Verwendung von Bogus-Parts. Wodurch ist das belegt? Durch Jansens Aufzeichnungen. Du hast nichts gewusst davon? Nein, bestimmt nicht. Also zu meiner Zeit kam so etwas nicht vor. Wie Rautenbach den Laden geführt hat, nachdem er ihn gekauft hat. Schwer zu glauben. Du bist ahnungslos. Rautenbach wäscht seitdem in Unschuld. Vielleicht hat Jansen eigenmächtig gehandelt. Er rechnet mit der Firma teure Originalteile ab, baut billige ein und steckt die Differenz in die Tasche. Die Maschinen werden ins Ausland verkauft, keiner merkt was. Bis so ein Flieger runterfällt. Ja, Jansen hat Schuldgefühle, weiß, jetzt ist er dran, macht Schluss. Weißt du, was mir an der Geschichte nicht gefällt, Conny? Beide Geschäftsführer wissen von nichts. Aber der kleine Angestellte, der bezahlt mit seinem Leben. Warum willst du mir unbedingt was anhängen? Meinst du nicht, du bringst Privates und Berufliches durcheinander? Quatsch. Du weißt, wie es passieren konnte mit Sonja und mir. Du warst fast nie zu Hause, nicht anwesend. Du hast fast nichts mit ihr geredet. Irgendwann hat sie nichts mehr von dir erwartet, von eurer Ehe. Wie lange ging das mit euch? Ein paar Monate. Und wer hat Schluss gemacht? Sonja, sie hat mir gesagt, dass sie dich nicht verlassen kann. Ich habe sie dir nicht weggenommen. Du hast sie aus deinem Leben ausgeklammert. Irgendwann hat sie jemanden gebraucht, der nur für sie da war. Bernd, komm, lass uns Freunde bleiben. Conny, ich kann dir... Einen Moment noch, Thomas. Entschuldigung. Ja. Nur noch eins. Oberstes Prinzip im Strafrecht ist die Unschuldsvermutung. Die gilt auch unter Freunden. Von der Tatwaffe keine Spur. Was in dem Trümmerhaufen aber auch kein Wunder ist. Da könnte ein ganzes Waffenlager liegen, wir würden es nicht finden. Und die Jacke von Rautenbach? Schmauchspuren? Negativ. So eine Ratte. Zwei Opfer und es reicht noch nicht mal für einen Haftbefehl. Wenn wir ihm den Mord an Niasov nachweisen, Vorsatz, Heimtücke, zur Verdeckung einer anderen Straftat, dann brauchen wir keinen zweiten. Dann bekommt er die Höchststrafe. Rautenbach.
Mein Name ist Svetlana Furkatova. Ich bin Cousine von Oleg Niasov. Mein Cousin hat mir gesagt, dass er sehr wertvolles Material für Sie hat. Legen Sie auf, ich rufe Sie zurück. Hallo? So, jetzt sagen Sie mir, was Sie haben, was Sie dafür wollen. Ich habe ein Blatt. Da steht Gutachten des technischen Sachverständigen Dr. Yuri Antonov von 7. Juni 2001. Wie viel wollen Sie? Mein Cousin hat viele Papiere. Hat sie versteckt. Wie viel? 50.000 Euro. Herr Rautenbach, sind Sie da? Ich bin hier. Haben Sie die Papiere? Haben Sie das Geld? Die Papiere sind da. Geld. Ist das alles, was Ihr Cousin von Jansson bekommen hat? Das ist kein Geld. Ich weiß, wie das läuft. Jetzt wollen Sie 50.000. Und wenn die alle sind, kommen Sie wieder und wollen mehr. Und dann wieder. Immer wieder. Polizei, Waffe weg! Herr Rautenbach, werfen Sie die Waffe weg und kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Frau Furkatova, es ist vorbei. Frau Furkatova, es ist vorbei. Sie haben das ganz toll gemacht. Vielen Dank, Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Ich wollte ja nur das Material sichern. Verstehen Sie, ich wollte das Material sichern. Nichts getan ist, da habe ich auch keinen Grund. Ich habe nichts getan. Sie haben Arndt Jansson aus dem Flugzeug gestoßen. Sie haben Oleg Niasov erschossen. Sie sind festgenommen. Abführen. Weiter. Was? Ich komme. Mein Gott. Was ist denn? Das einbrennt. Bitte, lieber Gott, nimm sie mir nicht schon wieder. Ich muss dir nicht sagen, was ich empfinde. Mir können Sie es aber gerne erklären. Was empfinden Sie denn? Es tut mir leid. Was denn? Dass Sie einfach so aufkreuzen? Dass Sie uns nicht mal bei Mutters Beerdigung in Frieden lassen? Thomas, bitte. Was noch? Sag mal, das muss doch nicht sein. Ich habe ihm eine Todesanzeige geschickt. Und das hier ist Mutters Beerdigung. Konrad? Können wir dich mitnehmen oder bist du gefahren? Nein, danke. Du, entschuldige, Thomas Verhalten eben war. Ist schon gut, wirklich. Ich verstehe das. Es ist nicht leicht für ihn. Ja, für dich aber auch nicht. Gerade als wieder Hoffnung aufkam. Falls du mal das Bedürfnis haben solltest, mit jemandem zu reden. Ich danke dir, Konrad. Mein aufrichtiges Beileid, Herr Reuter. Ich konnte leider nicht zur Trauerfeier kommen. Kein Problem, ich danke dir. Vater, kommst du? Thomas, komm. Ich möchte dir Florian Seitz vorstellen. Florian Seitz, mein Sohn Thomas. Seitz, hallo. Mein Beileid, danke. Kommst du? Na, hat es geklappt? Nein. Was heißt das? Sie finanzieren nicht. Abgelehnt. Wenn wir wenigstens 10% Eigenkapital einsetzen... Komm nicht in Frage. Bitte. Dann sprichst du mit dir. Nein, Florian, das ist dein Projekt. Sorg gefälligst dafür, dass es nicht abstürzt. Und wie? Deine Sache. Hallo. Hallo, Thomas. Wie geht's? Wie soll's schon gehen? Entschuldigung. Gibt's was Neues?
irgendwelchen neuen Erkenntnissen, wer meine Mutter umgebracht hat. Im Augenblick werden die Spuren noch ausgewertet, aber sobald sich was ergibt, sage ich dir Bescheid. Okay? Ich verlasse mich drauf, ja? Ja, ja, klar. Was ist das? Das ist ein Überwachungsvideo von der Zufahrt zu dem Pflegeheim, in dem meine Mutter gestorben ist. Warte mal, wer ist das? Verdammt, den kenne ich. Herr Staatsanwalt, Entschuldigung, ich störe nur ungern, aber es geht um Ihre Frau. Ich leite doch die Brandermittlung. Ja, und? Der Brandsachverständige hat den Bericht geschickt und das Feuer ist definitiv im Zimmer Ihrer Frau ausgebrochen. Wir vermuten, dass da eine Kerze umgefallen ist. Eine Kerze? Ja, also das vermuten wir. Die genauen Umstände werden natürlich noch ermittelt. Thomas, jetzt bist du echt zu weit gegangen. Du kannst doch nicht einfach Beweismittel mitgehen lassen. Das werde ich so nicht hinnehmen. Nicht so ein Wind, ich habe das Ding nur ausgewertet. Da ist ein Mann drauf zu sehen, den habe ich vor 3 Jahren wegen schwerer Körperverletzung verhaftet. Hugo Prinz heißt der und für Geld macht er alles. Verhandlung habe ich schon veranlasst. Du hast was? Unsere Söhne. Frauen gehen, Söhne bleiben. Deshalb hängen wir so an ihnen. Und weil wir so an ihnen hängen, machen wir alles falsch. Ich habe Florian als meinen Nachfolger aufgebaut, aber er schafft es nicht. Ich mag ihn, er ist ein prima Junge. Kann ich beißen. Bist du nicht ein bisschen streng mit ihm? Im Gegenteil, mein Sohn hat es zu leicht. Er musste nie kämpfen. Gefahr, Angst, Hunger, Schmerzen. Kennt er alles nicht. Die schlimmste Katastrophe war, wenn die falschen Designer-Jeans unterm Christbaum lagen. Ich war zu streng mit Thomas. Zu ungeduldig. Deshalb traut er heute keinem mehr. Dann musst du dir keine Gedanken um ihn machen. Meinst du? Ja. Dein Sohn, der kann austeilen. Der kommt da wieder raus. Weißt du, was die Brandermittler gesagt haben? In Sonjas Zimmer sei eine Kerze umgefallen. Deshalb das Feuer. Was? Ja. Genauso habe ich auch geguckt. Das müssen sie mir erstmal beweisen. Tut mir leid, nur für Mitglieder. Kripo Wiesbaden, ich muss da jemand sprechen. Ich sage Ihnen doch, nur Mitglieder. Kripo, was? Ausweis vergessen, ne? Guten Abend, Herr Seitz. Guten Abend, Richard. Ach, hallo? Hallo. Herr Reuter ist mein Gast. Entschuldigung, das wusste ich nicht. So eine Uniform macht doch gleich einen halben Meter größer. Zumindest in Deutschland, ja. Sie arbeiten für den Vater? Ja. Glückwunsch. Gleichfalls. Ich finde Ihren Vater ganz nett. Naja, er kommt ganz gut an. Vor allem bei Hunden und älteren Damen. Meiner steht eher auf Katzen und junge Damen. Geld macht sexy. Hallo, guten Abend, Herr Reuter. Florian. Hallo. Hallo. Dad? Sag mal, kann ich dich kurz sprechen? Ja, sicher. Was gibt's denn? Ich weiß jetzt, wer der Kerl ist auf dem Video. Ein übler Typ. Für ein paar Scheine macht er alles. Gut, dann soll deine Kollegin vorladen. Wie vorladen? Den müssen wir jetzt zur Fahndung ausschreiben. Das ist jede Stunde kostbar. Thomas, das ist nicht dein Fall. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Ja, es ist auch nicht mein Fall. Okay. Ah, ich verstehe. Ihr tauscht also alte Erinnerungen aus. Guten Abend noch. Ja, wieder ein Verdächtiger weniger. Thomas, ich weiß, es geht um deine Mutter, aber so funktioniert das nicht. Wieso weiß ich nicht, dass du gerade dabei bist, Prinz zu verhaften? Wieso weiß außer dir sonst niemand davon? Wieso machst du das im Alleingang und wieso zum Teufel ist der Typ jetzt tot? Herr Kloser, es war wirklich keine Zeit, Hilfe zu holen. Bis Thomas Bescheid gesagt hätte, wäre Prinz längst weg gewesen. Also, Sie bekommen einen Bericht von Thomas, okay? Ja, darauf bestehe ich auch. Wenn Sie mich brauchen, ich bin dann hier. Danke. Danke, Herr Reuter, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Tag, Herr Reuter, bitte.
Nun, was haben Sie mir so Mächtiges mitzuteilen? Ja, ich habe mit meinem Verteidiger gesprochen und er sagt, dass Sie jede Menge Spielraum haben, also was die Anklage betrifft. Schauen Sie, Sie können mir nichts beweisen, überhaupt nichts. Ich habe diesen Jastorf nicht umgebracht. Worauf wollen Sie hinaus? Naja, ich könnte Ihnen sagen, wie es wirklich war, wer tatsächlich hinter dieser Sache steckt. Das sind wichtige Geschäftsleute, Sie werden sich wundern. Also, wenn Sie die Mordanklage gegen mich fallen lassen, dann... Geht's ein bisschen konkreter? Erst muss ich wissen, was für mich dabei herausspringt. Weiß Ihr Verteidiger von diesem Geschäft, das Sie mir anbieten wollen? Nein, noch nicht. Dann sprechen Sie mit ihm. Wenn er der Meinung ist, dass Ihre Informationen dazu dienen könnten, den Sachverhalt aufzuklären, soll er mich bitte anrufen. Guten Tag, Herr Rottenbach. Warten Sie. Herr Staatsanwalt, Sie machen Fehler. Herr Rottenbach, Sie haben Ihren Mitarbeiter Jansen aus dem Flugzeug gestoßen und Sie haben Oleg Niasow erschossen, weil beide von Ihren kriminellen Geschäften wussten. Ich werde Sie wegen zweifachem Mord anklagen, egal was Sie mir hier für Geschäfte anbieten. Okay? Das wird aber eine böse Überraschung für Sie werden, vor Gericht, das schwöre ich Ihnen. Die bösen, bösen Hintermänner, ja? Danke. Ich bin kein Mörder. Ich bin nur das Bauernopfer. Herr Uhland, Werner Uhland, Kripo Wiesbaden. Wir hatten da eine Frage. Ja, er kommt wegen Prinz. Ich weiß. Ja, Sie waren ja auch sein Kumpel. Wovon hat denn der Prinz gelebt? An- und Verkauf, ja? Sagt man dazu, glaube ich. Hehlerei heißt es im Strafgesetzbuch. Ach, schätze hier nicht. Ich kann die nur privat. Nach Feierabend sozusagen. Haben Sie eine Ahnung, wer so sauer auf ihn gewesen sein könnte, dass er ihn gleich erschossen hat? Mensch, der Prinz, das war doch ein kleiner Fisch. Viel zu klein für einen Mord, oder was? Wo hat er denn auf einmal die ganze Kohle her? Der hat ja so Sachen am Laufen. Da waren also Typen um ihn herum. Ja? Ja. Feine Pinkel. Keine Biertrinker. Ja, und hat er Namen erwähnt oder irgendwas über diese Pinkel erzählt? Ja. Ja, einmal hat er einen in einem Apartment getroffen. Dolle Bude. Designerzeug, alles, aber Namen. Nee. Keine Beschreibung. Oder irgendwas Auffälliges. Oder vielleicht wo das war? Nee. Wie weit seid ihr dann im Mord verbrennt? 3 Schüsse mit einer 9mm. Sieht so aus, als hätte er den Täter in die Wohnung gelassen. Die kannten sich also. Spuren? Keine Kontaktspuren, keine Tatwaffe. Wir haben einen Saufkumpan von ihm gefunden, aber der kann sich an nichts erinnern. Danke, Frau Silber. Habt ihr sein Handy gefunden? Eben nicht. Vielleicht hat es der Täter mitgenommen. Aber in seiner Küche haben wir Bargeld gefunden, rund 37.000 Euro. Ein kleiner Gauner hat plötzlich Geld. Seit ein paar Wochen, seit Mutter tot ist. Ja, was mich viel mehr interessiert, wo wir ansetzen müssen, ist die CAS. Alle Spuren beginnen und enden bei der CAS. Und dein Freund Seitz, der den Laden mal in Rautenbach verkauft hat, der hat mit all dem natürlich nichts zu tun. Sag mal, Rautenbach, der war doch mal bei dir angestellt. Was ist das eigentlich für ein Typ? Will mit den großen Hunden pinkeln und kriegt's Bein nicht hoch. Und warum hast du die CAS dann ausgerechnet an ihn verkauft? Weil er den Laden kannte. Und scharf drauf war. Und warum so billig? War mit der CAS zu dem Zeitpunkt, als du sie an Rautenbach verkauft hast, irgendetwas nicht in Ordnung? Ich könnte sagen, warum ich die CAS billig hergegeben habe. Die Konkurrenz in der Luftfahrt wird immer brutaler. Das ist wie im Radsport. Ohne Doping strampelst du hinterher. Du meinst ohne krumme Dinger? Ohne an Technik und Material zu sparen? Ohne Schrottteile einzubauen anstatt Originalersatzteile? Hat Rautenbach das behauptet? Ich frage dich. Ich habe den Laden seit Jahren nicht betreten. Wenn da krumme Dinger passieren, dann unter Rautenbachs Regie. Und du warst immer sauber? Du hast nie getrickst? Natürlich musst du auch mal tricksen. Ja, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Du als Beamter hast eine Lebensstellung. In der freien Wirtschaft, da weht ein anderer Wind. In all meinen Firmen geht es hart zur Sache. Aber wir kochen mit ganz klarem Wasser. Na dann, auf die Braten. Heute. Rautenbach hier. Ich habe mit meinem Verteidiger gesprochen. Wir wollen jetzt ein Angebot machen. Gut, dann komme ich nochmal raus zu Ihnen. Gleich morgen früh, ja? Bis dann. Wer knallt so einen kleinen Gauner wie Prinz ab? Irgendein anderer kleiner Gauner. Ah ja, der lässt dann alles liegen. Eine nagelneue Uhr und fast 40 Millionen bar. Das heißt, dass Prinz den Brand im Zimmer deiner Mutter im Auftrag von jemandem gelegt hat, oder? Deshalb war er ein gefährlicher Mitwisser, den man besser zum Schweigen bringt. Soweit waren wir aber schon. Das ist noch keinem aufgefallen. Das heißt also, Prinz hatte anscheinend Kontakt mit der CAS.
Ja, das vermute ich. Herr Reutler, ganz kurz. Frau Prinz stand in dem Verdacht, Ihre Frau getötet zu haben. Sie sind betroffen, da die Vorschriften sind da eindeutig. Ich bin also verpflichtet, Ihnen hiermit mitzuteilen, dass ich ab sofort das Verfahren leite. Zumindest offiziell. Enttäuscht? Keiner hat was gesehen und keiner hat was gehört. Die Herren Beamten waren leider gerade abwesend. Das heißt, wir müssen hier alle einzeln in die Mangel nehmen. Ich bin noch nicht fertig, Herr Reuter. Aber eins steht schon mal fest. Fraktur der Halswirbelsäule nach stumpfer Gewalteinwirkung. Durch einen Schlag von hinten mit einer Eisenstange oder sowas ähnlichem. Aber auffällig ist das hier. Ein Stich direkt ins Herz. Schätze mit einem Spitzzugfalten Schraubenzieher. Vermutlich sofort tödlich. Aufgearbeitet. Das ist ein Auftragsmord. Wen wollte Rautenbach belasten? Er hat doch von wichtigen Geschäftsleuten gesprochen. Das war mir alles zu vage. Seitz, alle haben Angst vor deinem Freund. Er hat überall Einfluss, bis in den Knast. Keiner legt sich mit ihm an, nicht mal du. Na, ich hatte bis jetzt auch keinen Grund, mich mit ihm anzulegen. Konrad, du hast uns nicht die Wahrheit gesagt. Deine Firma war in zwei weitere Prozesse verwickelt, nachdem Flugzeuge abgestürzt waren, die CRS verkauft hatte. Ja, eure Fragen bezogen sich aber nicht auf Anno dazumal. Das ist ja 12 Jahre her. Sonja hat Beweise zu den kriminellen Geschäften der CS zusammengetragen. Aber dann kam der Unfall. Ja, bin ich jetzt auch noch schuld daran, dass du deine Frau zum Krüppel gefahren hast? Entschuldige, habe ich nicht so gemeint. Aber eure Unterstellungen, sowas von absurd. Meine Mutter hatte Dokumente, die beweisen, dass sie verkehrsunsichere Flugzeuge verkauft haben. Sie haben billigend in Kauf genommen, dass diese Schrottkisten abstürzen und Menschen sterben. Langsam, ja. Florian, bist du da? Dann bring mir doch bitte die Akten Rottner 94 und Baku 95. Ja, es stimmt. Sonja glaubte, die CAS wäre schuld gewesen an den Unfällen. Das ist aber nicht der Fall, Bernd. Du weißt, wie emotional Sonja war und wie unsachlich sie sein konnte. Natürlich wollte die Gegenseite uns schlachten. Es ging um Entschädigungen in Millionenhöhe. Da wurden alle Register gezogen. Gekaufte Zeugen, geschmierte Richter. Wir reden von den ehemaligen Sowjetrepubliken. Ja, und Sonja ist ihnen auf den Leim gegangen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dir das abnehme. Hallo, Herr Reuter. Hallo, bitte. Florian. Danke, Florian. Das hier sind die Gutachten über die Ursachen der Abstürze. Sie belegen, dass die CAS keine Schuld hat. Ja, aber wenn sowas passiert, dann muss natürlich einer den Kopf hinhalten. In der Regel der, bei dem was zu holen ist. Bernd, du als Jurist weißt es doch besser. Wirtschaftsdelikte. Wenn denn Sonja recht gehabt hätte, die wären längst verjährt. Und dafür einen Mord. Und auch noch an der Frau, die mir so viel bedeutet hat. Also, ihr müsst mich ja für eine Bestie halten. Oder für einen Idioten. Noch Fragen? Sie haben also mit dem Rücken zum Tatort gestanden? Yep, am Schweißgerät mit Brille und allem. Also nichts gehört, nichts gesehen? So ist es. Aber hinterher, da redet man doch über sowas. Was sagt man denn da so? Kommissar, hätten Sie Lust, in der Schrottpresse zu fallen? Ich nicht. Naja, Sie müssen ja keinen Namen nennen. Aber ein Hinweis wäre nicht schlecht. Ich kann ja da gucken, was ich für Sie machen kann. Ein paar Joggingschuhe. Die besten Größe 45. Okay. Bei so einem Hit geht gar nichts ohne die Schließer. Sie meinen, das Personal muss ab und zu mal weggucken? Erstmal muss einer so einen Job vermitteln, Kontakt herstellen, über Kohle verhandeln. Kohle kassieren, weiterleiten. Ende der Diskussion. Also ich habe das Material geprüft. Scheint alles zu stimmen, was Salz gesagt hat. Schätze, in Usbekistan gibt es nichts, was man nicht kaufen kann. Auch amtliche Gutachten. Dass die Beweise nicht reichen, bedeutet nicht, dass unsere Theorie nicht stimmt. Salz lügt sehr geschickt. Er ist schwer zu knacken. Aber er hat 3 Menschen töten lassen, die ihm gefährlich wurden. Glauben Sie das wirklich? Ja, das glaube ich.
Frau Ramelow? Ja? Guten Abend, Kripo Wiesbaden, Kommissarin Klar. Reuter, hallo. Wir würden gerne mal mit Ihrem Mann sprechen. Ist er da? Ja. Bitte kommen Sie rein. Danke. Schatz, die Herrschaften sind von der Polizei und möchten mit dich sprechen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Könnten Sie uns bitte für einen Moment alleine lassen? Danke. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Herr Ramelow, kennen Sie einen gewissen Konrad Seitz? Das ist er. Nie gesehen, nie Kontakt zu ihm gehabt. Nein. Schönes Haus haben Sie hier. Haben Sie es gekauft? Ja. Und was zahlen Sie da so monatlich an die Bank? 1,3 mit Tilgung. Und was verdienen Sie? Muss ich darauf jetzt antworten? Naja, als Beamter. 2.000 Euro netto? Ja, rund. Und wie hoch sind die Nebenkosten? Also Heizung, Müllabfuhr? 400, rund. Da bleiben Ihnen ja nur noch 300 Euro zum Leben. Wie machen Sie denn das? Herr Ramelow, die Bank hat Ihnen mit Pfändung gedroht, stimmt das? Aber dann haben Sie 18.000 Euro auf Ihr Konto eingezahlt, bar. Und jetzt wüssten wir gerne, woher Sie das Geld haben. Gewonnen? Beim Pokern. Ach so. Mit wem? Sag ich nicht. Wissen Sie, was komisch ist, Herr Ramelow? An dem Tag, an dem Sie die 18.000 Euro auf Ihr Konto eingezahlt haben, da gingen auch 2.000 Euro auf dem Konto des verurteilten Mörders Akrapovic ein. Jetzt erklären Sie mir das mal. Herr Ramelow, kann es sein, dass Konrad Seitz Ihnen 20.000 Euro dafür gegeben hat, dass Sie einen Häftling finden, der Rautenbach umbringt? Ich kenne keinen Konrad Seitz. Wie gehen Sie jetzt? Na, Frau Selber? Ich habe noch Licht brennen sehen, stör ich? Kommen Sie rein. Hallo. Hallo. Zufall oder suchen Sie mich, Kommissar? Kein Zufall, ich habe bei Ihnen in der Firma angerufen. Die haben gesagt, Sie sind hier. Ich frage mich, warum kommen Sie eigentlich zu mir, wenn Sie was von meinem Vater wissen wollen? Naja, Ihr Vater und meine Eltern, das ist so eine ganz besondere Konstellation. Ich weiß nicht, ob mein Vater die Dinge mit genügend Abstand betrachtet. Lieben Sie Ihren Vater? Ich bewundere ihn. Und trotzdem behandelt er Sie wie ein Hund. Und Ihr Vater? Respektiert er Sie? Prost. Mein Vater ist clever und stark, aber seine Zeit läuft ab. Noch brauche ich ihn, aber die Zukunft gehört mir. Entschuldigen Sie mich. Wir machen noch einen Zug um die Häuser. Haben Sie Lust? Ja. Die Rechte ist für Sie. Na, was ist? Nee, tut mir leid, ich muss morgen früh raus. Schade, wirklich schade. Okay, bis bald, ne? Bis bald. Ciao. Heute? Ah, ich dachte schon, heute wäre Feiertag, hier ist. Jetzt sofort. Ja, gut, bis gleich. Dachten Sie wirklich, Frau Seelbach kommt heute zur Arbeit, als wäre nichts geschehen? Was ist denn passiert? Das frage ich Sie. Laut Aussage Frau Seelbach haben Sie sie gestern Abend in Ihrem Haus unter Alkohol gesetzt und versucht zu vergewaltigen. Was? Frau Seelbach konnte sich halbnackt aus Ihrem Haus retten. Zum Glück kam ein Taxi vorbei und hat sie gleich ins Krankenhaus gefahren. Sie müssen sich dazu jetzt nicht äußern. Sie sollten nach Hause gehen und für weitere Befragungen zur Verfügung stehen. Mensch, Reuter. Wie konnte Ihnen das passieren? Frau Ramelow hat Ihr Mann einen Abschiedsbrief hinterlassen. Oder irgendeine Erklärung. War denn irgendwie anders in letzter Zeit? Er hat sich Sorgen gemacht. Wie das jetzt weitergehen soll, nur mit seinem Gehalt. Ich habe ja keine Arbeit gefunden. Ich habe mehr als 30 Bewerbungen geschrieben in letzter Zeit. In meinem Alter als Frau. Ja. Ja, hallo, Florian Seitz hier. Sie haben mich gestern Abend angerufen. Ah ja? Ich kann mich gar nicht erinnern.
Ja, na klar, auf meinem Handy. Ich habe Ihre Nummer doch auf meinem Display gesehen. Also, was wollen Sie von mir? Ach, treffen wollte ich Sie mal. Ein bisschen reden. Mhm. Worüber denn? Das sage ich Ihnen dann schon. Hören Sie, ich habe nicht viel Zeit. Also entweder Sie sagen mir, was Sie wollen, oder wir vergessen das Ganze, ja? Hugo Prinz war ein enger Freund von mir. Reicht Ihnen das? Ja, und? Wir haben uns viel unterhalten. Was er gewusst hat, weiß ich auch. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Okay, sagen Sie mir, wann und wo. Nein, Herr Reuter, warten Sie doch. Sobald wir hier durch sind, Sie stören doch nicht. Herr Reuter? So, jetzt haben wir die Verbindung von Prinz zur Familie Seitz und zur CAS. Kerstin, was ist los? Thomas, wir müssen uns um deinen Vater kümmern. Ich kann mir das einfach nicht erklären. Was verspricht sie sich davon? Sie glauben also, der Besuch bei Ihnen war ein Vorwand? Ja, na klar. Die Examensarbeit, das hätte doch nun wirklich Zeit gehabt bis zum nächsten Tag. Also hat sie es darauf abgesehen? Ja. Mit Erfolg. Sexueller Missbrauch einer Untergebenen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ja gut, das muss sie dir erstmal beweisen. Thomas, beim Missbrauch reicht doch schon die Anschuldigung. Ja, kann es sein, dass Frau Seebach sich wegen irgendwas rächen wollte? Wofür denn? Ich habe ihr nichts getan. Im Gegenteil, ich habe überlegt, wie ich sie beruflich fördern kann. Du glaubst doch auch nicht, dass da was dran ist, oder? Nee, natürlich nicht. Und außerdem, ohne Beweise kann sie ihm gar nichts anhaben. Hey, sei nicht naiv. Dein Vater hat recht. Wenn die Seebach glaubhaft rüberkommt, dann kann er beteuern, was er will. Entschuldige, wir leben in einem Rechtsstaat. Da kann eben nicht jeder behaupten, was er will. Doch, und das passiert andauernd. Dein Vater ist erledigt, wenn das nicht ausgeräumt wird. Und zwar nicht nur beruflich. Prinz war ein enger Freund von mir. Reicht Ihnen das? Ja, und? Wir haben uns viel unterhalten. Was er gewusst hat, weiß ich auch. Verstehen Sie? Mann, Mann, Mann. Wenn das mal nicht nach Erpressung klingt. Sie sitzen voll im Schlamassel. Und vielleicht kommt ja noch mehr dazu. Beihilfe zum Mord zum Beispiel. Was wollen Sie denn von mir? Dass Sie uns alles erzählen, was Sie von Hugo Prinz wissen. Okay, was wollen Sie wissen? Was hat Prinz für Florian Seitz erledigt? Oder wen? Nee, sowas Großes, das war nicht sein Ding. Was hat er denn dann gemacht? Prinz hat da was abgefackelt. Als es plötzlich in der Zeitung stand und da war noch jemand draufgegangen ist, der hat mehr Kohle verlangt, mehr Risiko, mehr Kohle. Und wissen Sie auch, ob der Auftraggeber bezahlt hat? Ja, der hat bezahlt, mit 2 Kugeln, die sind jetzt in Prinzens Kopf drin. Und trotzdem wollten Sie sich mit Florian Seitz treffen und ihn erpressen. Mutig. Woher haben Sie überhaupt das Handy von Prinz? Geklaut? Ach Quatsch, hat er in der Kneipe liegen lassen. Sag mal, Kerstin, wenn er uns das unterschreibt, meinst du, dann können wir auf Strafverfolgung verzichten? Für den Staatsanwalt kannst du garantieren, oder? Ihr Kumpel Prinz hat Ihnen im Vertrauen erzählt, dass er im Auftrag von Florian Seitz den Brand im Pflegeheim gelegt hat. Wenn Sie uns das unterschreiben, dann sind wir quitt. Gut. Herr Reuter, ich verstehe Ihre Sorgen. Aber ich kann nicht zulassen, dass Sie in ein laufendes Verfahren eingreifen. Ich will doch nur mit Frau Seebach sprechen. Ganz privat. Der Vorgang hat ein Aktenzeichen, daran ist nichts mehr privat. Dann sagen Sie mir wenigstens, wo ich Sie finde. Sie geht zu Hause nicht ans Telefon und Ihr Handy ist auch tot. Tut mir leid. Ja, das passt nicht zu meinem Vater, Herr Oberstaatsanwalt. Aus jemandem wie ihm wird doch nicht über Nacht ein Monster. Herr Reuter, ansehen kann man das keinem, das wissen Sie selbst. Aber damit Sie sehen, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist. Hallo. Was ist denn so wichtig? Sag mir die Wahrheit. Was war da zwischen dir und der Seebach? Das weißt du doch. Warum soll ich dir das alles nochmal erzählen? Weil da mehr war, als du mir erzählt hast. Worauf willst du hinaus? Na komm, jetzt gib schon zu. Die Stimmung war aufgeheizt, du hast die Beherrschung verloren. Du bist nicht der Erste, dem sowas passiert ist. Wie kommst du dazu, mir sowas zu unterstellen? Weil ich die Fotos gesehen habe und die sind eindeutig. Was sind für Fotos? Ja, von dir und von der Seebach. Sie hatte verdammt wenig an. Wo kommen denn da Fotos her? Das spielt doch keine Rolle, wo die herkommen. Es gibt Fotos und Fotos lügen nicht. Thomas, ich schwöre, ich habe die Seebach nicht angefasst. Du musst feststellen, wer die Fotos gemacht hat. Und warum? Thomas, bitte! Reuter. Bernd, danke, dass du gekommen bist. Komm zur Sache, bitte. Hast du es eilig? Na komm. Entspann dich. Lass uns offen miteinander reden. Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten steckst. Kenn ich doch auch. Bisschen Alkohol, eine schöne Frau. Woher weißt du das? Das ist noch nicht raus aus meinem Amt.
Wiesbaden ist ein Dorf. Wir beide sitzen doch im selben Boot. Man wirft uns Dinge vor, die nicht wahr sind, und wir können unsere Unschuld nicht beweisen. Blöde Situation. Manchmal muss man dem Schicksal einen Schubs geben. Manchmal muss man der Wahrheit mit Nachdruck zum Durchbruch verhelfen. Konkret? Die Seelbach. Die könnte sich zum Beispiel erinnern, dass sie zu viel getrunken hat und irgendwelche blöden Pillen geschluckt hat. Da kann einem schon mal die Realität verschwimmen. Und ich denke, dass ein neuer, qualifizierter Gutachter zu einem anderen Schluss kommen kann, wie das Feuer im Pflegeheim ausgebrochen ist. Da hat bestimmt irgendein Idiot von Handwerker Mist gebaut. Kurzschluss. Und der Tod von Rautenbach im Gefängnis? Ärger im Knast kommt andauernd vor. Und was Hugo Prinz betrifft, eine Abrechnung unter Kriminellen. Warte 4 Wochen, kein Mensch fragt mir danach. Klapp deine Akten zu und trag sie in den Keller. Zu deinem eigenen Vorteil. Mensch, du und ich, wir haben was erreicht. Jetzt reiten wir der Abendsonne entgegen. Müssen wir uns da unnötig das Leben schwer machen? Du glaubst also tatsächlich, dass ich so verzweifelt und am Ende bin, wie dieser kleine Gefängnisbeamte, den du bestochen hast? Du irrst dich, Konrad. Herr Oberstaatsanwalt, einen Moment bitte. Das mit den Fotos, mit Frau Seelbach, ne? Das stinkt doch zum Himmel, oder? Ich meine, glauben Sie wirklich, das ist Zufall, dass da einer genau im richtigen Moment mit einer Kamera vor dem Fenster gestanden hat? Wo kommen denn die Fotos her? Von einem Fotohandy. Und kein Mensch spricht von Zufall. Und wer hat die gemacht? Und was hat derjenige bitte schön im Garten meines Vaters verloren? Das ist doch reine Manipulation. Und wozu bitte? Um meinen Vater aus dem Verkehr zu ziehen, ist doch klar. Unsinn. Dann landet das Verfahren auf dem Schreibtisch eines Kollegen. Ihre Verschwörungstheorie macht keinen Sinn. Glauben Sie mir, mein Vater ist Opfer einer Intrige. Und ich weiß auch, wer dahinter steckt. Ja, der eifersüchtige Freund von Frau Seelbach. Der hat nämlich die Fotos gemacht. Entschuldigen Sie, Herr Reuter, aber ich habe zu tun. Das junge Fräulein ist verreist seit ein paar Tagen schon. Wissen Sie, wo sie ist? Nö, aber bei wem? Bei Ihrem Vater, der hat sie auch abgeholt. Ich denke, Ihr Vater ist schon eine Weile tot. Ach was, der ist Putzmutter, ein ganz eleganter Herr, immer piekfein angezogen, kommt immer mit dem Taxi. Immer? Das heißt, er war schon öfter hier? Ja, fast jeden Mittwoch. Ist doch schön, wenn die zwei sich so gut verstehen. Ja, das ist schön. Ich danke Ihnen für Ihre Information. Seelbach, was machen Sie denn hier? Ich bin im Moment hier zu Besuch. Aber Florian Salz ist ja da. Der ist verreist bis morgen. Ja, können wir reinkommen? Was machen Sie hier überhaupt? Es war Florians Vorschlag, dass ich hier bleibe. Und woher kennen Sie Florian Salz? Von der Uni, wir haben zusammen studiert. Florian Salz hat nie studiert. Der hat noch nicht mal Abitur. Und woher kennen Sie Konrad Salz? Von Florian. Ihr Freund, der die Fotos gemacht hat von den angeblichen Übergriffen meines Vaters, war das Florian? Gut, dann brauche ich Name und Adresse. Wenn die Fotos Beweismittel sein sollen, dann müssen Sie schon erklären, wo die herkommen. Frau Seelbach, Sie haben meinen Vater wissentlich falsch beschuldigt. Damit haben Sie aber nicht nur seine Karriere ruiniert, sondern auch Ihre. Wissen Sie, was das für Ihre eigene Laufbahn bedeutet? Wenn Sie deshalb vor Gericht kommen, als Juristin... Jetzt endlich wissen, was hier gespielt wird. Ich weiß, dass Sie Salz privat kennen und ich kenne seine Methoden. Er hat Sie zu dieser Intrige angestiftet, aber warum haben Sie mitgespielt? Hab mich dazu gezwungen. Konnte mich nicht dagegen wehren. Warum nicht? Ich habe nachts in so einer Bar gearbeitet. Aber der Job war überhaupt nichts für mich. Konrad hat mich da rausgeholt. Aber ich brauchte das Geld für mein Studium. Gegenleistung? Ja. Aber es gibt Schlimmeres. Aber nett und rücksichtsvoll. Bis eines Tages. Ich habe mich verliebt. Ich habe Konrad natürlich gleich gesagt, dass mit uns Schluss ist. Hat er das akzeptiert? Am Anfang ja. Aber dann hat er mir neulich die Rechnung präsentiert. Es war natürlich klar, dass ich ihm das Geld niemals zurückzahlen kann. Also hat er gesagt, das reicht,
Wenn ich Ihnen einen Gefallen tue. Und dann haben Sie mir einen Gefallen getan. Es tut mir leid, Herr Reuter. Ich schäme mich so. Gut. Dann machen wir jetzt mal einen Strich unter die Geschichte. Sie unterschreiben mir Ihr Geständnis und ich rede mit dem leitenden Oberstaatsanwalt. Vielleicht können wir die Sache noch klein halten. Jetzt wird mir einiges klar. Mit der Seelbach hatte Seitz seine Informantin mitten unter uns sitzen. Ja, was immer an Verdachtsmomenten gegen ihn auf den Tisch kam, hat er kurz darauf erfahren. Seitz wusste, dass wir Prinz suchen, also musste er weg, bevor er spricht. Und als Rautenbach gedroht hat, auszupacken, da war er dran. Wir haben nur leider ein Problem. Wir können nur die Sache mit der Seelbach beweisen. Und das bringt uns nicht weiter. Wir brauchen nur einen handfesten Beweis. Dann fügt sich alles zusammen. Was machst du denn hier? Ihr seid schon per Du, das macht die Sache natürlich einfacher. Komm. Und? Ja, das ist er. Tag, Herr Seitz. Der ist wer? Das ist der Typ, für den Prinz manchmal gearbeitet hat. Was soll denn das hier? Ha? Woher wissen Sie das? Wir waren mal unterwegs. Zu dritt. Und wo war das? In Frankfurt am Bahnhof. Er wollte eine Knarre kaufen und Prinz hat mich gefragt, ob ich nicht eine Connection habe. Ja, und dann? Dann habe ich sie zu dem Typen gebracht, der das Zeug vertickt. Ich selber habe nichts verdient dran. Was für eine Waffe war denn das? 9 mm Sig Sauer mit Munition. Wofür haben Sie die Waffe gebraucht? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Das stimmt alles nicht, was der sagt. Herr Uhland, Sie können dann gehen. Echt jetzt? Ja, ja. Danke. Dankeschön. Was ist das? Ein Vernehmungsprotokoll. Mit Ulands Aussage, dass sein Freund Prinz in Ihrem Auftrag den Brand im Pflegeheim gelegt hat. Und das glaubt ihr so einfach? Aber Hugo Prinz, den kannten Sie oder streiten Sie das auch ab? Ja, sicher, wir kannten uns aus der Schulzeit. Bei dem konnte man alles kaufen für den Sportpreis. Uhren, Autoradios. Prinz hat alles besorgt. Und wenn der Preis stimmte, dann hat er auch alles dafür gemacht. Ich kann euch beweisen, dass ich unschuldig bin. Ja, dann machen Sie das. Tut mir leid, die Sache mit der Seelbach. Aber ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Manchmal macht man etwas falsch, dann versuchst du das auszubügeln und begehst dabei immer mehr Fehler. Ich wollte etwas aufbauen. Ich wollte was erreichen. Aber bei der Konkurrenz, das ist hart. Kann ich dir sagen. Sehr hart. Billiger sein als die anderen und dabei sauber bleiben? Unmöglich. Und Sonja hat das alles mitbekommen. Vor allem deine kriminellen Geschäfte mit Schrottflugzeugen. Dass du nur aus Profitgier den Tod von vielen, vielen Menschen in Kauf genommen hast. Als sie dahinter kam, da hat sie mich unter Druck gesetzt und ich hatte wirklich ein Problem. Ich hätte eins gehabt, aber dann kam ja euer Unfall. Die Frau, die dir gefährlich werden konnte, war plötzlich nur noch Gemüse und du konntest weitermachen mit deinen miesen Geschäften. 10 Jahre lang ging das gut, Konrad, 10 Jahre! Aber was für ein Pech. Sonja fing plötzlich wieder an zu sprechen. Bernd, bitte, verzeih mir. Alles. Alles stand auf dem Spiel. Mein Ruf, meine Firmen, mein Lebenswerk. Und Sonja? Sie war nicht dein Eigentum. Sie war der beste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und ich habe sie geliebt. Konrad, ich habe schon viele Verbrecher gesehen. Aber auch die Schlimmsten hatten einen Rest von Ehrgefühl, Moral. Aber du bist nur ein Haufen Dreck. Uhland hat Florian Seitz identifiziert. Ja, eindeutig. Er ist uns leider entwischt. Wir lassen den Flughafen überwachen. Ja, und wir sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof. Gut, danke, Frau Klar. Auf einmal fingen alle an, in der Vergangenheit zu graben. Du hast Fragen gestellt. Plötzlich geriet alles außer Kontrolle. Zuerst musste Sonja weg, damit sie dir nicht gefährlich werden konnte. Und dann kam Rautenbach an die Reihe. Und den muss es einem nicht leid tun. Und Hugo Prinz? Dito. Ein Mord, Konrad, und du konntest nicht mehr aufhören mit deinen Aufräumarbeiten. Mitwisser, Erpresser, kaum war einer weg, stand schon der Nächste auf und bedrohte deine schöne Welt. Ich habe Sonja nicht umgebracht. Ich weiß,
Dafür hattest du deinen Sohn Florian. Florian musst du Hugo Prinz bezahlen, damit er das Heim in Brand steckt. Und Florian musste ihn dann erschießen, als er zu gierig wurde. Glaubst du, ich wäre so blöd, meinem Sohn einen Mordauftrag zu geben? Nein. Das wäre eigentlich nicht dein Weg gewesen. Du hättest ja eine Lösung gekauft. Also hat es Florian aus eigenem Antrieb getan. Das macht dich nicht weniger schuldig, Konrad. Denn um Rautenbach hast du dich selbst gekümmert, mit Hilfe eines kleinen, erpressbaren Gefängnisbeamten, der sich deshalb das Leben genommen hat. Deinetwegen, Konrad. Aber wir werden es beweisen. Und ich werde dafür sorgen, dass du hinter Gitter kommst. Und wenn du überhaupt noch mal rauskommst aus dem Gefängnis, dann nur als ganz alter Mann. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass dein Sohn Florian zum Mörder geworden ist, um dir zu helfen? Er hat endlich die Chance gesehen, dir zu beweisen, dass er doch etwas kann. Mach dich nicht lächerlich, Bernd. Mit zwei Morden, Konrad. Er wollte dir das Problem Sonja vom Hals schaffen, damit er dir endlich einmal helfen kann. Mein Sohn, dieser Versager, der hat doch gar nicht den Mumm dazu, dieser Schlappschwanz. Ich sag dir was, Bernd. Ich wollte nie tauschen mit dir, aber um deinen Sohn, da beneide ich dich. Ich bin kein Versager, Dad. Das weißt du. Halt den Mund. Er hat recht, der Staatsanwalt. Du sagst gar nichts, du Idiot. Ich habe Prinz den Auftrag gegeben, den Brand zu legen. Hör auf mit dem Quatsch. Und ich habe ihn erschossen, als er mich erpressen wollte. Danach war wieder alles im Lot, Dad. Ich habe nicht versagt. Er weiß nicht, was er redet. Er ist nicht zurechnungsfähig. Das kannst du nicht gegen ihn verwenden. Mach mir weg! Jetzt nimm endlich diese lächerliche Pistole weg. Kannst du nicht einmal was richtig machen? Ob Florian Seitz seinen Vater Konrad endlich von sich überzeugen konnte, wird er wohl nicht mehr erfahren. Denn er hatte sich vor den Augen aller Anwesenden das Leben genommen.